Ich glaube, so passt es. So sehe ich sogar das Aktivitätsfeed. Passt also. Ich glaube, Bild seht ihr. Sehr gut. So. Ja, wie gesagt, gestern hat mein Internet leider nicht gereicht, dass ich überhaupt streamen konnte. MMOs war übrigens auch nicht drin, also ich konnte auch nicht mehr in MMO zocken. Habe ich dann halt einfach ein bisschen ein Euro-Truck gesetzt. Und ja. Und bei Disney habe ich noch ein bisschen was gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt Anna und Elsa beide auf 10. Hallöchen. Hallo, schöne Welt. Oder auch nicht schöne Welt. Man weiß es nicht. So, Kleintiere. Natürlich ist es heute nicht da. Bis 2 Uhr nachmittags, das mehrfarbige Kaninchen. Also wir brauchen Karotten. Heute nicht da. Den ganzen Tag. Okay, dann kriegen wir die Lila Schildkröte heute auf jeden Fall. Heute nicht da und heute nicht da. Gut, da kriegen wir gar nichts heute. Bei den anderen Viechern muss ich heute mal gucken. Da muss ich heute echt mal gucken. Kitty! Hallo. Ganzen Tag, heute nicht da. Heute nicht da, okay. Also die beiden kann ich mir oder... Also, könnte ich mir ergattern. Ich glaube, den da. Den da könnte ich heute kriegen. Ju, aber wir haben Merlin auf 10, Wally auf 10, Maui und Vaiana, Remy. Die beiden wird Ewigkeiten dauern. Muss ich gucken. Die beiden habe ich auf 10. Und jetzt Christoph und Mutter Gotel. Der immer noch leicht kranke Kater ist dann. Oh. Dann weiterhin gute Besserung. Geht's dir denn wieder so einigermaßen oder? Oder einfach nie? Jo. Ich habe übrigens, da gehe ich jetzt auch direkt als erstes hin. Einmal das hier erweitert auf Stufe 3, also die höchste Stufe. Höher geht's nicht mehr. Kann ich einmal gucken, was es da jetzt drin gibt, Schönes, heute. Oh mein Gott, die Jacke ist toll. Und ihr seht auch schon, ich habe 23.000 gerade noch. 3.000, Sei gegrüßt, Nachbar. Und gleich habe ich nicht mehr so viel Geld. Der Rock ist auch toll. Hallo. Immerhin kann ich irgendwie 2 spielen. Vor ein paar Tagen ging noch gar nichts, aber langsam wird es besser. No. Aber das ist doch schon mal gut. Ist doch schon mal gut, wenn es besser wird. Sei gegrüßt, Nachbar. Oh. Das Einzige, was ich jetzt die letzten Tage hatte, war ein psychisches kleines Hoch und Runter, aber es passt jetzt auch wieder. Die passt jetzt auch wieder. Das sieht ganz furchtbar aus. Oh mein Gott, das ist voll cool. Ich brauche beides. Ja, hier hängen jetzt Lampen und sowas. Das ist auch mega cool. Okay, das ist mir ein bisschen zu pink. Das ist cool. Da kann ich nicht rein, ne? Nee, schade. Okay. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Yeah. Jo, ich möchte auf jeden Fall erstmal ein paar Quests mit euch machen. Da ein bisschen Geld. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass zu der Erkenntnis sind schon viele gekommen. Ich bin aber gestern selbst drauf gekommen. Ich habe halt mal geguckt, welche Sachen am meisten Geld bringen, wenn ich sie verkaufe. Es gibt ganze Pink. Schau in mein Haus in Disney. Oh. Ja. Hier ist es doch zu pink. und zwar mit Raps bzw. Kürbissen. Ich pflanze jetzt nämlich hier seit gestern früh die ganze Zeit Raps, weil Kürbisse konnte ich noch nicht. Das ist einfach zu teuer. Ich kann mir gleich noch ein paar Kürbisse haben, glaube ich, holen. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich. 8. Wow. ich kann mir noch Raps zusammen holen. Und damit mache ich mega gut Geld.
Das heißt, ich glaube, wenn ich dann. Ist es für mich gerade das Einfachste. Weil wenn ich dann. Charaktere. Wenn ich Erik und Mini habe, dann werde ich die einfach auch zum, zum Erntengärtner da machen. Erntengärtner. Das ist halt voll schön, der braune Wollmantel. Stehe ich halt total drauf, ne? Genauso wie dieses Kleid. Vor allem, ich habe es jetzt in kurz, also mit kurzen Trägern oder trägerlos und mit langen Ärmel. Das ist voll toll. Bräuchte ich bei dem hier auch noch. Naja, wie gesagt, wie was damit mache ich mega gut Geld. Also, ja. Ne? Dann wollte ich auch noch mal ein bisschen was umgestalten. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das am besten mache. Ich wollte ja oben eigentlich so ein bisschen Park-Feeling, Stadt-Feeling kriegen. Das heißt, mit Bänken, ganz viel Blumen und sowas, ne? Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Hier unten möchte ich halt wirklich so den Gartenbereich machen. Das heißt, vielleicht sogar noch einen zweiten Gartenbereich. Weiß noch nicht. Wobei ich habe Angst, wenn wir dann Wohngebiete brauchen, dass ich das dann alles wieder abreißen muss. So, und das sehe ich so Ding. Aber dafür habe ich ja oben das Stadtgebiet eigentlich dann auch noch, rein theoretisch. Und zurzeit wollen eh immer alle an den Strand. Also. Ne? Mal gucken. Ich hoffe, dass ich nicht zu all, also nicht zu sehr hier in dem Spiel jetzt feststecke. Wie viel Samen habe ich denn noch? 1543. Okay. Da ist so eine Kiste. Nein, hier wollte ich gar nicht hin. Sorry, Goofy, da wollte ich gar nicht hin. Pardon. Weiter Tapferkeit. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie ich das alles handhabe. Ich habe ja jetzt alle Gebiete frei. Also wirklich alle. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Quests machen. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall Fotos. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Raps. Haufen. Wow! Ich mache erstmal weiter mit Raps. Dann habe ich erstmal. So. Hier brauchte ich ein Foto, ne? So. Gut, hätten wir das. Oh, ich weiß noch nicht, was ich hier mache. Also das da gefällt mir schon mal richtig gut. Aber ich weiß noch nicht. Hier ist dann auch nochmal das Ding. Okay, das hat sich gezählt. Ja. Jetzt hat's gezählt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt das Streamlight noch für irgendwas anderes brauchen. Wahrscheinlich für ganz, ganz später mal. Da seht ihr übrigens schon die Armee an Raps. Ich würde es halt jetzt nur ungern verschwenden, wenn ich freischalten könnte, ne?
Was war es denn hier? Stelle Teile zum Basteln her. Was brauchten wir denn dafür? Smaragd und alles habe ich, glaube ich. Bist du alles im Haus sein? Teile zum Basteln. Und den Dreamlight-Verstärker. Da. Mach ich das so erstmal. Ist so jetzt gerade das Sinnvollste. Ich muss noch überlegen, was ich mir zu essen bestelle. Ich weiß noch nicht, was ich mir bestellen will. Ich weiß noch nicht mal, zu wann ich mir was bestellen will. Das hier will ich halt unbedingt haben hier, ne? Mega cool. Das will ich auch haben. Es gibt mittlerweile so viele tolle Sachen. Dieser Brunnen. Ich habe halt einfach schon zu viel, was ich herstellen will, aber noch nicht kann. Zumindest nur in kleinen Teilen und. Okay. Wo ist. Wo ist Mickey? Einziger Nachteil, ich muss jetzt immer so ewig lange suchen, bis ich hier jemand finde. Da. So, Mickey. Da ist Mickey. Servus. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Es ist verbracht. Ah. Wow, lass uns Mini finden und sehen, ob das funktioniert. Danke, Kumpel. Finde Mini im Dorf. Ja, ich kann hier aber erstmal noch ein Bild machen. In der Hoffnung, dass das gezählt hat. Wo ist er da? Ja. Boah, nur noch am Strand. Ich weiß, ich kann das jetzt hier wunderbar abernten. Aber das mache ich gleich. Ich weiß auch noch nicht, wie ich Ursula und Ariel am besten hochkriege. Da muss ich mich, glaube ich, gleichzeitig drum kümmern. Damit das halt auch recht fix geht. Da ist Mini. PC? Ruhig. Nee, überhitzt ist er noch nicht, glaube ich. Wird doch schon wieder laut. Mini, du verschwindest nicht mehr. Der Verstärker funktioniert. Du hast recht, ich bin hier. Ich bin... Meine Güte, ich bin müde. Ich fühle mich nicht wie ich selbst. Es war so, als würde mir ein Halt fehlen. Etwas, das mich für immer zurückbringt. Oh, ich fühle mich, als würde ich schon ewig umherwandern. Ich war noch nie so müde, wenn ich mich nur hinlegen könnte. Wo ist mein... Ich glaube, ich hatte ein Haus mit einem Bett darin. Ein weichen Bett. Meinst du, du könntest mir mein Haus zurückbringen? Oh, hey, kannst du reden, Kumpel? Hey du! Ach je, Mini sieht so müde aus. Wir müssen ihr Haus zurückbringen. Ist allerdings schon seit einer Weile verschwunden. Ich wette, du kannst deine Magie benutzen, um Minis Haus zurückzubringen. Es ist ein süßes rosa Haus mit herzförmigen Fenstern. Danke, Kumpel! Okay. Platziere Minis Haus. Ach du grüne Neune! Es ist pink! Abbrechen. Okay. Wir könnten es eigentlich auch direkt neben Mickys Haus platzieren, oder? Was sagt ihr? Können wir doch eigentlich direkt machen. Dann wohnen sie direkt nebeneinander. Ich muss erstmal das ganze Holz hier loswerden.
Jetzt mal das weg. Kann ich das trotzdem da jetzt platzieren? Nee. Ich muss die Sachen erstmal entfernen, die da sind. So. Wie viel brauche ich? Sei gegrüßt, Nachbar. 5000. Ah. Hey, ich habe einen Job für dich. Ja, schön. Ich muss da noch mal gießen gehen. Eigentlich selten, dass ich sowas verkaufe, aber egal. Hallo, Kumpel. Servus. Ich hab davon eh so viel. Aber damit komme ich trotzdem nicht hin. So. Gut, ich könnte gleich erstmal eine kleine Menge davon. Abernten. Wachstet und sprießet, meine Kleinen. Wachstet und sprießet. Wunderbar. Okay, dann ernte ich einfach schon mal eine Bahn davon ab. Hier war der Stein nicht, ne? Der Stein war da hinten. Hallo, Schildi. So. Ach, ja, gut, komm. Reicht das? Hallöchen. Fast.
Jetzt war ich. Ich muss einmal Heizung anmachen. Heizung. Hallo Iron. Vielen, vielen lieben Dank für dein Resub. So, ich kann endlich. Wir können Mini holen. Also Minis Platzhaus Dings platzieren. Haufen Dingens. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Wie geht's dir, Iron? Wie die Zeit vergeht. Oh ja. Oh ja. Ich muss mit dir sprechen. Einen schönen Tag noch. So. Uhuhu. Jetzt kommt ein verdammt pinkes Haus. Oh Gott, ist das pink. Aber es ist modisch eingerichtet. Modisch eingerichtet, die Frau. Die Maus. Das wollen wir. Es ist schön, Mickey und Minnie zusammenzusehen. Ihre Gesichter strahlen voller Liebe, wenn immer sie einander sehen. Naja, meistens. Manchmal streiten sie sich, aber das gehört wohl auch zur Liebe dazu. Habt ihr eine Ahnung? Charaktere! Yay, ich hab Minnie. Minzschokolade. Okay. Uns fehlt da nur noch ein Charakter, ne? Dann habe ich mein Ziel erreicht, den ich bis zum Update haben wollte. Jetzt muss ich nur noch alle Quests machen. War ein perfekter Tag für ein Picknick und Minnie sagte, sie hätte gerade Schokokekse gebacken, die wir, einen frischen Laib Brot und ein paar Äpfel aus dem Garten. Und Mickey und ich machten uns auf den Weg. Okay, und was kriege ich? Na, okay. Lila Öhrchen. Okay. Ja, super leid, ich bin jetzt nicht so der Fan von Lila Öhrchen. Geh und sprich mit Minnie. Ja, wo ist sie denn? Da! Hallo, Minnie. Oh, hallo! Danke, dass du mein Haus zurückgebracht hast. Ich fühle mich jetzt viel wacher. Und mein Kopf ist immer noch ein wenig durcheinander. Bist du Mickey? Nein. Ich bin Adaria. Oh, es ist schön, dich kennenzulernen, Adaria. Aber ich muss unbedingt Mickey finden. Bin so lange herumgeirrt und alles, woran ich mich erinnere, ist, dass ich Mickey gesucht habe. Es war sehr wichtig, dass ich ihn finde. Mach dir keine Sorgen, er ist hier. Und ich muss mit ihm reden. Okay. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Was hat denn... Ich frag mich bald mal, warum der Hund einfach aufsprintet. Wenn nichts ist. Rennt einfach los, so nach dem Motto. Ah, da kommt wer. Nein. Härchen kommt erst in 2 Tagen. Wir haben Minnie zurück, aber sie weiß nicht, wo es ist. Oder wer sie ist. Ich werde etwas Zeit mit ihr verbringen und versuchen, ihrer Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Am besten spreche ich auch mit Merlin. Er weiß vielleicht, warum sie alles vergessen hat. Vielen Dank für deine Hilfe. Du bist eine wahre Freundin. So, was brauchte sie? Ich mach einmal kurz. Bitteschön. Hi. Minzschokolade. Rosa. Rote Passionslilie. Ja, okay. Herr Zwerg, hilf mir mal. Nein, ich helfe jetzt nicht. Ja, hab ich übrigens jetzt auch ein bisschen umdekoriert. Hier jetzt übrigens auch. Das sieht jetzt auch schon aus wie so eine richtige Werkstatt. Finde ich richtig cool. Ich muss jetzt so gucken, wo war meine Küche?
Ich weiß nicht, wo meine Küche war. Hier war meine Küche. Minze. Kakaobohne, ich guck einfach mal. Ah, ne. Okay. Es hätte ja klappen können. Aber vielleicht? Nee. Okay. Keine Ahnung, wie man das herkriegt. Ich könnte jetzt googeln, aber ich will nicht. Das waren jetzt gerade so meine ersten beiden Ideen. Wir brauchen ja eh eigentlich nur eins von beiden. Ich habe auch meine Kisten geortet. Hier sind jetzt übrigens überall Lebensmittel. Jede Menge davon. Ich könnte einen ganzen Laden aufmachen. Da waren noch Fische. Hier sind dann halt solche Sachen. Sowas. Hier sind dann für Quests und so. Hier ist noch gar nichts drin. Und hier irgendwo sind Blumen. War das das? Rote Passionslilie, rosa Haus, Hofwurz, wie auch immer. Hofwurz. Okay, es war die rote. Dann habe ich beides. Dann werde ich das mit ihr auch so machen, dass sie dann einfach mitkommt. Wenn ich jetzt wüsste, wo sie schon wieder hin ist. Im Restaurant. Willst du mich verkackeiern? Hi. Oh, direkt Stufe 3. Okay. Gartenarbeit, bitte. Oh, hallo. Okay. Ja, gegrilltes Gemüse, Obstsalat, Pizza. Gegrilltes Gemüse. Pizza. Ah, ich habe keinen Käse, muss ich mir gleich kaufen. Obstsalat. Obstsalat kann ich auf jeden Fall herstellen. Das kommt, dass ich nicht richtig schlafen kann. Oh, da kommt ja alles bei dir zusammen gerade, Iron. Kommt aber alles zusammen. Und wahrscheinlich genau dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Fühl ich. Ich bin so froh, dass du gekommen bist.
Lass uns abhängen. Wie süß! Ja. Ich hab deine Bestellung. Dankeschön. Elva? Auch deine Bestellung habe ich. Ich hab keine Ahnung, was ich gebrauchen kann. Oh. Ja, ist scheiße. Das hat Spaß gemacht. Wäre ja auch zu einfach, wenn es alles so nacheinander kommen würde. Das wäre viel zu einfach. Oh, da sind immer noch Sachen. Na egal. Wäre mehr am Gießen als alles andere. Ohne Witz! Bei jedem Streamer, bei dem ich jetzt gerade heute früh Dream Blood Valley geguckt habe, überall sehe ich nichts. Und jetzt komme ich. Bei mir scheint seit Tagen die Sonne. Oh mein Gott, das Kleid ist mega cute. Was will ich haben? Oh Gott, ey. Was Kleidung angeht, killt mich dieses Spiel. Was ist das denn, so ein sonniges Gemüt? Ah, ja, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Also, mich wundert, dass bei meiner schlechten Laune überhaupt die Sonne scheint. Das Schlimmste ist, die scheint auch noch in echt. Dann, wenn man mal Regen möchte. Was zur Laune passt, aber nee. Dann, wenn ich wieder raus muss. Dann kommt der Regen. Oh, Alter, nee. Also, Sonne ist gerade so das, was ich am wenigsten gebrauchen kann. Komm, wachse und sprieße, mein Raps. Wachse und sprieße. Wachset und sprießet, sagte ich! Jungs. Ihr dürft auch... Also... Ihr dürftet, ne? Ich gehe einfach zum anderen. Wahrscheinlich ist sie jetzt aufgeploppt, ne? Aber ich kann jetzt ja mal zeigen, wie viel das dann eigentlich bringt. Also wir haben viel Raps. Ich weiß, Kürbisse bringen mehr, aber Kürbisse sind teuer. Ich kann mir hier Nachtkürbisse holen. Schau wie nicht. Nein! Es wäre der letzte gewesen! Hat das überhaupt jemand schon mal geschafft? Nein! Geh da die Reihe, das triggert mich sonst. Nicht nur das Geld schaffe ich hin und wieder mal. Bei allem anderen ist die Zeit zu kurz. Oh. Ja, das glaube ich. Könnte es auch ein Bock, die Musik spielt länger. Es kann durchaus möglich sein. Wobei ich auch schon Bug bei den Pilzen hatte. Ich habe, glaube ich, 4 Tage hintereinander keine Pilze gehabt. Keine. Nirgends. Und mittlerweile funkt's aber wieder. Hallo, Alu. Kannst du nicht einfach mal eine gerade Linie gehen? Oh. Also bis auf Quests habe ich eigentlich relativ viel geschafft in den letzten Tagen. Eigentlich. Ja. Hallo Mira. Na? Wie geht's dir? Ja, es ist auch mega knuffig. Ich liebe das Spiel. Es ist eine Mischung aus Stardew Valley und Animal Crossing mit Disney. Nein, lass mich. Wie
Es ist halt mega cute. Und vor allem, du kannst Tierchen als Begleiter haben. Es ist so süß. Es ist so knuffig. Ich habe jetzt nämlich nach langem Überlegen endlich mal mein Tier gewechselt. Jetzt habe ich diesen kleinen Waschbär dabei. Gott, diese Stimme. Hallo, Dera. Na, was war's an dir, Njo? Ja, ich atme, ich lebe. Mir geht immer noch scheiße. Aber es passt, es passt. Ich habe mich dazu entschlossen, heute mal aus dem Bett zu steigen. Mit meiner Motivation, dass ich Kisten packe. Deswegen stehen da hinten auch schon wieder einige. Ich will nämlich heute ein bisschen was schaffen, damit nächste Woche der Umzug weitergehen kann. Sehr interessanter Halloween-Content. Ja, ne? Na gut, ja, vielleicht für manche ist es ja sogar Halloween-Content. Für manche ist es bestimmt verdammt gruselig. Gruselig süß. Manche, ne? Also. Ja, natürlich. Ich kann aber auch... Warte, es gibt ein richtig dunkel, düsteres Gebiet. Das passt eher zu Halloween. Warte. Ich muss nur noch den Raps abernten. Ich brauche nämlich Money. Ich brauche Geld. Geld gibt's durch Raps. Wenn ich, ich lebe, ich atme. Das ist weichet, ja. Ich bin heute auch tatsächlich so faul, dass ich mir tatsächlich heute mal was zu essen bestelle. Ich habe heute tatsächlich keine Lust zu kochen. Gestern war ich jetzt noch so hoch motiviert und habe mir asiatisch selbst gekocht. Also selber gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch. Es war absolut lecker. Aber heute ist bei der Motivation, ja. Kein Kommentar. Warte, es wird schon dunkler? Hier, das passt doch zu Halloween. Da ist auch ein Kürbishaus, in das ich noch nicht reinkomme. So. Meinst du mich? Ja. Vielleicht. Oh, das kann ich gebrochen. Auch lecker aus dem Bild. Ja, es war auch verdammt lecker. Es war auch verdammt lecker und ich liebe asiatisch. Und ich glaube, das wäre sogar etwas, was Furchus mögen würde. Weil Furchus mag eigentlich kein asiatisch. Und ich glaube, damit würde ich ihn kriegen. Damit würde ich ihn ködern. So. Rap. Verkaufen. 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 Das hier kann ich auch einmal verkaufen. 23.000! Noch Fragen? Kaufen. Na. Geht jetzt allerdings für Kürbissamen drauf. 22.000. Wow. Ja. Kommen wir nur leider immer noch nicht rein. Die Dinger sind aber auch schweineteuer. Aber komm, das passt doch wirklich zu Halloween. Nachher gibt es ein bisschen Eurotruck, das passt auch. Mein Fasti ist nämlich die Hölle. Das wisst ihr aber selber. Also mein Fasti in Eurotruck, das kann das. gibt der Frau hier keinen Führerschein. Das gilt übrigens auch fürs echte Leben. Bitte gebt mir keinen Führerschein. Ich glaube, hier mache ich noch mal Raps rein. Das einzige Problem bei den Kürbissen ist, die dauern 4 Stunden. So lange spielen wir keinen Disney heute. Aber nachher kann ich dann wieder so mal reingucken, nach dem Stream. Ich kann ihm ein bisschen Geld wieder machen. Wie gesagt, wollt ihr Geld machen? Raps und Kürbis, Leute. Raps und Kürbisse.
Es ist übrigens auch sehr elegant, wie ich in einem Abendkleid die Pflanzen einpflanze. Nicht so realitätsnah. Wie gesagt, das Spiel ist eigentlich ganz cool. Es ist süß, es ist niedlich. Außer für die Leute, die süß und niedlich nicht abkönnen. Wie gesagt, es gruseln sich auch manche vor. Nein, ich werde müde. Nein, 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 nein. Lass mich. Ich will die Reihe noch fertig kriegen. Komm. Eine noch. Danke. Ich hab's doch fast auf 40 geschafft. Nicht mehr lang. Nicht mehr lang oder sind wir Stufe 40. Vielleicht kriege ich die 37 heute noch hin. Ich weiß gar nicht, wie spät ist es eigentlich. Mein Zeitgefühl ist tatsächlich für den Arsch heute. Wobei ich eigentlich so fragen müsste, welches Zeitgefühl? Damit habe ich übrigens gestern meine Zeit verbracht. Danke, Alex. Ich habe aber auch ein Handy neben mir. Deswegen habe ich gerade drauf geguckt, aber trotzdem danke. Ich habe mein Handy tatsächlich, wenn Fortschritt nicht da ist. Der hockt ja gerade noch irgendwo bei Wien. Habe ich das von jemandem? Mann, ich habe sogar auf laut. Also, wenn ihr das Handy zwischendurch mal hört. Ich habe halt auch immer den Standort direkt. Ich bin ein bisschen. Ich mache mir Sorgen immer um meine bessere Hälfte. Hier. Okay. Ich will das Bett haben. Das Bett ist cute. Aber wie gesagt, jetzt wisst ihr, was ich gestern den ganzen Vormittag getan habe. Ich hatte sehr viel Langeweile. Ich weiß, von dem Geld ist nicht mehr viel übrig geblieben. Aber ich habe zwei Häuser aufgewertet. Ich habe mein Inventar aufgewertet. Ich habe jetzt nämlich... Das ist nicht das Inventar. Eine Reihe mehr. Für die letzte Reihe brauche ich 50.000. Prost Mahlzeit. Läuft. Nein, 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 nein. So. Ich habe ja gleich noch ein Rapsfeld, ne? Wobei, da kommen dann die Kürbisse hin. Vielleicht kontraproduktiv, dass die Kürbisse das kleinere Feld kriegen, aber kosten auch mehr.
So. Den ernten wir da hinten bei den Raps. Es springt schon. Der Raps ist bereit, geerntet zu werden. Bäume. Mini ist jetzt einfach schon mal Stufe 6, ne?